Scheiß, Leute. Ja, komm raus hier. Kein Bock hier zu verbrennen. Was ist denn jetzt? Hier ist ein Feueralarm oder so. Zieh dir mal schnell was an. Jetzt geht der Feuermelder an. Jetzt ernsthaft? Oh nee, komm, das war bestimmt nur so ein Fehlalarm. Jetzt mal gucken. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist unser Weihnachten, der 24. für uns. Und wir sind aufgestanden, wir haben uns fertig gemacht und endlich habe ich es geschafft, die Vorhänge wegzuziehen. Und ich zeige euch jetzt mal den Ausblick. Ich hoffe, man kann das irgendwie sehen, aber hier ist so ein Riesenberg, sogar mehrere. Und warte, ich drehe kurz die Kamera auf. Wir gucken einfach direkt auf dieses wunderschöne Meer mit dem Strand und den Palmen. Und wenn man dann hier hochschwenkt, dann hat man diese Riesenberge und noch mehr Strand und ach, es ist einfach so schön. Wie weit die Berge da noch gehen. Ja, ich weiß. Voll krass. Alter, das sieht so Hammer aus. Oh, ja, spring mal. Nein, dann kann ich hier runter. Kannst du da runter springen? Stopp, bevor es hier weitergeht, kommen wir erstmal zur Verlosung für meine Abonnenten. Und zwar gibt es heute ein iPad Mini zu gewinnen. Wenn du mich noch nicht abonniert hast, darfst du das natürlich sehr gerne hier einmal machen oder über den Link in der Infobox, ist natürlich kostenlos. Und außerdem braucht ihr einfach nur einen Kommentar schreiben. Mit jedem Kommentar, das ihr schreibt, nehmt ihr quasi einmal an der Verlosung teil. Und das war's auch schon. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Und jetzt geht's weiter. So, auf jeden Fall haben wir... Oh Gott, jetzt muss ich immer zurückrechnen. 12:30, 11:30. Wir haben jetzt 10:30, haben natürlich noch nicht gefrühstückt und nichts, aber heute haben wir mal ein bisschen chilliger gemacht und wir gehen jetzt los und gehen mal die Welt erkunden. Julian, räumst du gerade auf? Ja, wenn ich jetzt hier schon diese Unordnung sehe, pack das mal in den Koffer. Das ist super adrett von dir. Soll ich den anderen Pulli auch mitnehmen? Und der Taxifahrer meinte, wir sollen uns anschnallen. Im Moment werden es so um die 38 Grad, aber es werden noch über 40. Ja, das hört sich doch super an. Obwohl aber auf dem Wetterbericht steht nur 33. Ich weiß nicht, warum der Dude sowas erzählt, aber man weiß es nicht. Bibi! Ey, wie schön ist das hier. Da gibt's Kokosnüsse. Ja. Ich will eine frische Kokosnuss Willst trinken. Willst du eine? Ja, oder? Teilen wir uns eine. Ja, okay. Ich will eine Kokosnuss, Bibi. Nee. Oh, die sollen aufpassen. Oh, oh mein Gott, ich komme gerade voll nicht drauf klar. Eine eisgekühlte Kokosnuss. Ist sie echt klar? Ja, natürlich. Oh, geil, sonst sind die immer voll warm. Am Strand von Rio de Janeiro. Okay, du darfst als erstes probieren. Eigentlich magst du es nicht so gerne, ne? Geil. Schmeckt wirklich gut. Die schmeckt echt gut. Ist nicht so, sonst schmeckt die immer so nach Blatt, aber die ist richtig süß. Alter, wie gesund ist das bitte? Oh Mann, ey, das ist wie so in so einem Film hier gerade. Und zieht euch mal da hinten diesen Berg rein. Have some coconut water. Und die Kokosnuss hat jetzt umgerechnet 1,30 Euro gekostet. Danke, also das oder? Geht ja mal voll klar. Fröhliche Weihnachten, Bibi. Fröhliche Weihnachten, Juli. Voll romantisch. Ich habe auch noch eine Kokosnuss in der Hand. Also ich hatte noch nie an Weihnachten eine Kokosnuss in der Hand. Das ist noch niemals passiert. Du hattest auch noch nie was so an Weihnachten bei fast 40 Grad am Strand. Obwohl, so warm ist es gerade irgendwie gar nicht. Also die Sonne scheint gerade nicht so sehr. Es ist relativ bewölkt. Und deswegen... Das stimmt. So warm ist es nicht. Wir haben gerade nur 32 Grad. Nein, ich meine, es fühlt sich jetzt nicht so ekelhaft an. Weißt du noch, wie es in Las Vegas war? Ja. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day... Die Bibi geht in die Bibi. Wie geht's zur Kasse? Hier lang, oder? Da sind alle Kassen. Wir sind gerade aus dem Shoppingcenter raus in irgendeine kleine Seitengasse und wahrscheinlich kann man das auf der Kamera jetzt gar nicht so sehen, aber... Ey, es ist so, als würdest du in so einem Regenwald stehen. Die Geräusche allein.
Ja, wie in so einer Doku, ne? Fakt ist, wir haben gar keine Ahnung, wo wir gerade... guck mal da oben. Oh, nein! Warte, nein. Warte, dreh die Kamera rum. Oh mein Gott. Wer weiß, was das ist? Wie geil ist das denn? Als ob wir jetzt genau den Blick da drauf haben. Oh mein Gott, das ist einfach so aufregend. Was hat der denn für ein Problem? Wie cool, dass wir das jetzt genau da sehen. Was ein Luxus. Jetzt kommt einer. Some of the drink? Willst du schon mal eine Flasche Sprudelwasser? Ja. So, wir sind zurück ins Hotel gefahren, sind noch ein bisschen durch die Straßen gelaufen, waren kurz im Supermarkt und haben für Julians Video etwas besorgt, was wir gleich drehen werden. Da müsst ihr auch unbedingt vorbeigucken. Wir haben nämlich zusammen in diesem Hotelzimmer, also beziehungsweise werden wir, Plätzchen versuchen zu backen. Und ich glaube, das wird sehr amüsant. Ich verlinke euch das natürlich am Ende und auch in der Infobox. Und ja, wie ihr seht, haben wir uns in Bademode geworfen. Wir werden nämlich jetzt runter an den Pool gehen. Wir haben jetzt gleich... Bademode. Ja, wir haben 3 Uhr nachmittags, haben noch nichts gegessen. Deswegen werden wir da eine Kleinigkeit essen. Und Julian, wir werden uns jetzt gleich... Zum Glück ist es einfach nur erfrischend und schön. Juli, melden wir uns jetzt gleich fürs Christmas-Dinner an. Ich habe das jetzt gerade ins Gesicht gesprüht. Ist doch nicht schlimm. Und habe ich bedacht, dass ich eine Sonnenbrille auf hatte. Oh, das war dumm. Naja, auf jeden Fall gibt es hier so ein Buffet und morgen dann so ein Frühstücks-Christmas-Brunch. Ich würde mir meine Fußnägel auch gar nicht lackieren. Ich würde einfach nur so einen Strich da drauf lassen. Ugliness hoch 1. War es dann wohl mit den Posen? Boah, ist das heiß, ey. Oh, das ist gar keine Abkühlung. Julians Video auf dem Hotelzimmer gedreht. Wir haben jetzt so 8:45 ungefähr und haben uns jetzt ein bisschen fresh gemacht. Und jetzt gehen wir zum Weihnachtsdinner. Ich habe schon gehört, eben hat so ein Dude da draußen gesungen. Echt? Leute, ich packe jetzt mal. Guck mal, wie groß und schön diese Eingangshalle allein ist. Ja, stimmt. Sehr schön hier. Was soll ich einfach? Wie lange traue ich mich, die Kamera zu machen? Nein, lass, mach die weg. Wie lange traue ich mich? Wie lange traue ich mich? Ja, du traust dich die ganze Zeit. Okay, mach weg. So, ihr Lieben, ja, ich weiß, ich sehe sehr fertig aus. Wir haben mitten in der Nacht nach deutscher Uhrzeit, haben wir jetzt 6 Uhr morgens. Und wir haben bis jetzt, beziehungsweise eigentlich, muss ich wirklich fairerweise sagen, Julian hat jetzt mehrere Stunden die Videos geschnitten. Ich war zwischenzeitlich einfach so am Arsch, dass ich mich für über 2 Stunden hingelegt habe. Und er hat einfach fleißig weitergemacht. Mega süß, danke schön, auch wenn er mich gerade nicht hören kann, weil er gerade sein Videoprobe am Gucken ist. Auf jeden Fall hatten wir wirklich einen wunderschönen Tag. Wir sind jetzt soweit fertig mit den Videos, laden die jetzt gleich hoch. Hoffentlich gibt es keine Probleme. Was machst du da? Was denn? Ach so. Ja, Leute, also wenn wir jetzt eh gerade dabei sind, ihr müsst unbedingt Julian... Ja. So,
Ihr müsst unbedingt Julians Video angucken. Ich verlinke euch das natürlich selbstverständlich hier und auch in der Infobox. Wir haben da, wie ich ja eben auch schon kurz gesagt habe, Plätzchen in diesem Hotelzimmer ohne Küche, ohne alles eigentlich gemacht. Und es ist auf jeden Fall sehr interessant und geil geworden. Das dürft ihr nicht verpassen. Und auf der anderen Seite verlinke ich euch meinen letzten Vlog. Und zwar sind wir da hier angekommen in diesem Hotelzimmer, hatten die lange Reise, sind hier angekommen und so weiter und so fort. Auch ein sehr geiles Video geworden. Warum lachst du die ganze Zeit? Ach, scheiße, der hört mich ja nicht. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, denkt an meine Verlosung, da könnt ihr natürlich mitmachen. Das war's eigentlich von meiner Seite aus. Jula, möchtest du noch was bekannt geben in diesem Video? Ich möchte bekannt geben, dass wir 6.16 Uhr haben und ich gehe jetzt schlafen. Nach deutscher Uhrzeit, oder? Ja. Ich habe mir 3.16 Uhr. Ja, mitten in der Nacht. Deswegen, ich wünsche euch auch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wunderschönen gute Nacht, je nachdem, wenn ihr das Video guckt. Schaltet auf jeden Fall morgen um 11 Uhr wieder ein. Ich schätze mal, ihr habt jetzt alle Ferien, deswegen kommt morgen um 11 Uhr das Video. Da gibt es meinen neuen Vlog. Ich weiß noch nicht, was es gibt, aber es wird ein Video geben. Also seid morgen um 11 Uhr dabei. Das habe ich doch schon alles längst gesagt. Und guckt bei der Bibi jetzt mal auf Instagram vorbei. Denn die lädt jetzt ein Foto hoch, stimmt's, Bibi? Ja, ich lade jetzt gleich ein Foto hoch. Das guckt ist voll mal vorbei. Cool. Das ist das geilste Weihnachtsfoto der ganzen Welt. Oh, süß. So, Leute, ich beende jetzt das Video. Ich hab euch ganz doll lieb. Danke fürs Einschalten und hoffentlich bis morgen. Tschüss.